Wir sind zu der Grillpool Challenge 2018. Dank unserer Nachbarn sind wir auch nominiert worden. Das sind Tatsachen. Aber, wie ihr seht, wir lassen uns auch nicht lumpen. Wir ziehen da auch mit. Machen da auch mit. Wie ihr seht, Pool haben wir gebaut. Und ein bisschen Bier haben wir uns geschaut. Ein Gurt. Fleisch haben wir auch und Mast da. Ein Grill haben wir auch. Ein Spezialgrillmeister. Da war es jetzt hoffentlich heute den restlichen Abend und noch hübsch verwöhnen dort. Hoffentlich. Und wir haben gesagt, wenn wir die Aktion machen, da mal ein paar Freunde auch noch einladen, weil es gleich ist. Weil jetzt kein mehr dazu. Ein ganz feiner Typ sind wir nicht. Und wie man sieht, der Boot sollte kommen. Aber Gaudi muss sein, das Gute ist auch das, es hat auch einen guten Sinn, die ganze Sache. Und da haben wir natürlich auch mit. Also wir spenden 600 Euro an die Kinderkrebshilfe. Und natürlich dürfen wir auch drei weitere Kandidaten nominieren. Und weil die Mann hat schon langsam einen Hunger kriegt, dass sie mal nicht verhungern, fange ich einmal an mit der ersten Nominierung. Und das war da Christian Aschberger von Wiesel. Ja, und der zweite war der Kofler Hannes aus Zierl, der Quernelland vertritt. Ja, und der dritte, Franke Hydraulik-Team in Funkerbach. Und natürlich gilt für die Kandidaten alles das Gleiche wie für uns. Innerhalb von 8 Tagen kriegen wir ein Video. Wenn das Video nicht da ist, dann steht natürlich das 50 Liter Fassel Bier, das gute Bier. Yeah! Und der gescheite Prozess. Ja, und bedanken möchte ich mich natürlich auch noch die Firma Lena, dass wir heute auf den Namen mit haben bei der Aktion da. Und an alle alles Gute, viel Glück und macht es gut. Yeah!